Hi, hier ist der Daniel von Session und wir sind heute mal wieder nicht im Studio, sondern hier bei uns im Laden in Frankfurt in der Recording-Abteilung. Und hier stehen ein Haufen Interfaces um mich herum und ich habe auch noch eins in der Hand, was ich euch heute mal ein bisschen näher vorstellen möchte. Von der Firma Focusrite, die Scarlett 2i4. 2i4 deshalb, weil wir zwei Eingänge und vier Ausgänge haben. Hier vorne sieht man gleich schon die beiden Eingänge und zwar als Kombibuchsen ausgeführt für XLR-Stecker oder Klinkenstecker, sprich Mikrofone, Linesignale. Ihr könnt hier unten auch umschalten auf Instrument, dass ihr direkt mit einer Gitarre hier rein könnt, ohne dass ihr eine DI-Box oder sowas braucht. Ihr habt pro Eingang natürlich einmal einen Gain-Regler zum Einstellen der Vorverstärker-Lautstärke. Da ist auch so eine schöne LED-Kette drumherum, dass ihr sehen könnt, wann ihr im grünen Bereich seid, wann ihr übersteuert und so weiter und so fort. Wir haben zwei Patch-Halter hier mit an Bord für jeden Kanal ein, damit, wenn ihr zu viel Pegel habt, ihr dann noch mal ein bisschen was wegnehmen könnt. Natürlich, wie sich's für ein Gerät im Studiobereich gehört, auch 48 Volt Phantomspeisung für Kondensatormikrofone. Dann sehen wir hier schon das nächste coole Feature an dem Teil, und zwar das Direct Monitoring. Das heißt, ihr könnt hier stufenlos regeln, ob ihr direkt die Eingänge hören wollt, ohne dass sie über den Rechner laufen, sprich latenzfrei, oder ob ihr eben direkt das Playback vom Rechner hören wollt. Es gibt keine komplizierte Routing-Software oder sowas, sondern einfach nur das kleine Drehreglerchen hier und ihr könnt sogar den Ausgang von Stereo auf Mono umstellen, falls ihr mal in Mono abhören wollt. Gucken wollt, ob euer Mix da immer noch gut klingt. Dann natürlich ein schöner großer Knopf, um die Lautstärke von euren Studiomonitoren zu regeln. Und dann haben wir hier noch den Kopfhörerausgang. Da könnt ihr euch auswählen, ob ihr den Mix 1.2 abhören wollt oder lieber den Mix 3.4. Und dann einfach hier, wie gesagt, die Lautstärke regeln. Und da könnt ihr euren Kopfhörer anschließen. Auf der Rückseite haben wir dann noch ein paar weitere Anschlüsse. Das ist hier einmal sind die Ausgänge, und zwar Ausgang 1.2 als symmetrische Klinken ausgeführt für eure Studiomonitore. Und was hier ganz schön gemacht ist, das ist jetzt mal eher was für euch DJs, ihr habt die Ausgänge 1.2 und 3.4 auch nochmal als Chinch-Buchsen ausgeführt. Das heißt, wenn ihr das Ding als DJ-Interface benutzt, könnt ihr davon direkt das eine Deck in euren Mixer-Input A packen, das andere Deck in denselben Mixer in den Input B und könnt dann das Ding im Prinzip auch direkt als DJ-Interface benutzen. Was wir auch haben, ist MIDI-In-Out für alle, die auch mit MIDI arbeiten wollen und natürlich USB 2.0 zum Anschließen an den Rechner. Ansonsten schönes kleines Interface von der Firma Focusrite. Verkaufen im Moment sehr viel, weil es eben alles dran hat, was man so braucht. Für jede Anwendung so das Richtige. Fürs Recording, fürs DJing, für eben Leute, die viel mit Synthesizer, mit MIDI arbeiten zum Beispiel. Alles dran, was man so braucht. Solide ausgeführt. Klingt gut. Und wenn ihr es mal anchecken wollt, mal anschauen wollt, kommt da einfach bei uns im Laden vorbei in Frankfurt, in Walldorf. Und da haben wir es überall stehen, hier in unserer Abteilung. Und ansonsten freue ich mich auf euren Besuch und wünsche euch noch einen schönen Tag.